schön. Ich brauche einen Kartenleser. Beziehungsweise eine Karte. Die wäre nicht schlecht. Gibt's hier nichts? Nein, absolut gar nichts gibt's hier. Warte mal, was haben wir denn hier? Schiffsplan. Für Personal und Crew. Die Queen Zenobia ist ein Vergnügungskreuzfahrtschiff, das den Passagieren den Komfort eines Luxushotels bietet. Dieses Schiff bietet unseren Gästen viele verschiedene Dienste und Einrichtungen an. Als Repräsentant dieses Schiffes ist es ihre Pflicht, mit allen Einrichtungen an Bord vertraut zu sein. Die folgende Liste beschreibt einige der wichtigsten Einrichtungen dieses Schiffes. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch. Promenadenhalle. Auf einer Fläche von 1500 Quadratmeter erstreckt sich die Promenadenhalle des Schiffes über drei Stockwerke und ist damit die größte ihrer Art auf der Welt. Die Einrichtung ist im gotischen Stil gehalten mit Kronleuchtern an der Decke. Mit ihrer Schönheit und ihrem Stil kann sie sich mit den besten Opernhäusern messen. Casino. Das Casino des Schiffs befindet sich neben der Promenadenhalle. Unsere Gäste erwarten hier alle Arten des Spielvergnügens, darunter Kartenspiele und Münzautomaten. Was immer die Gäste von einem Casino erwarten, finden sie hier, 24 Stunden am Tag. Restaurants und Geschäfte. Die Promenadenhalle bietet Designerware und Markengeschäfte aus aller Welt. In unseren zahlreichen Restaurants und Bars können die Gäste entspannen. Auch Geschäfte für den täglichen Bedarf sind hier zu finden. Notfall-Kommunikationsraum. Neben der Promenade befindet sich ein Notfallkommunikationsraum, der im Notfall als Sicherheitspunkt genutzt werden kann. Die Crew kann den Raum auch nutzen, um ein Notsignal zu senden, falls nötig. Solarium. Von den Fenstern des Solariums aus überblickt man den größten Bordswimmingpool der Welt. Für viele unserer Passagiere ist dieser romantische Ort ein bevorzugtes Ziel. Halten Sie auch schon nach Paaren, die sich außerhalb der Öffnungszeiten hierher schleichen. Jo, sowas nennt man Spannern. Spannern! Jo, jetzt haben wir schon viel Geschichte gelernt von der Queen Zenobia. Nur das Problem ist, ich weiß noch immer nicht weiter. So, schauen wir sich hier mal die Karte an. Jetzt bin ich hier. Wenn ich jetzt runterfahre zu den unteren Kabinen. Okay, Quartierdeck, Mannschaftsquartiere, Solarium. Okay, das Solarium, das ist klar. Notfallkommunikationszentrum ist unten. Habe ich da runtergehen können irgendwie? Wartet einmal, das muss ich mir jetzt genauer nochmal anschauen. Wir gehen jetzt original noch einmal dorthin, Freunde. Und wenn wir nicht runtergehen können, mache ich eine kurze Aufnahmepause und schaue, ob ich es offline lösen kann. Aber wie gesagt, ich schaue nochmal dort schnell hin. Mein Schnell ist relativ, ich kann leider nicht rennen, weil das ist die Rennfunktion die ganze Zeit schon. Ich kann nur langsamer gehen. So. Dann würde ich mal sagen, wo muss ich denn jetzt hin? So fangt sie sich einmal an, ne? Ich bin jetzt auf der Brücke. Ich bin jetzt auf der Brücke. Da ist der Lift. Warte mal. Casino, Aussichtsdeck, Halle. Zu der muss ich dann. Cafeteria. In die oberen Kabinen muss ich. Ja, genau. Habe ich mir gleich gedacht. In die oberen Kabinen, bitteschön. Wenn es nichts ausmacht, schnell bitte. Dankeschön. Und zwar gehen wir hier wieder raus. Hier durch. So, schauen wir mal, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Gott sei Dank gibt es da oben rechts eine kleine Minikarte, weil sonst würde ich mich hier bei jeder Türe verlaufen wahrscheinlich. So.
Dann gehen wir hier weiter. Feuchtfröhlich. Bin so froh, dass hier keine Zombies mehr spawnen. Aber wie gesagt, Freunde, das ist das alte Resident Evil. So wie ich es noch kenne damals bei Nemesis, wie ich um Atom gegangen bin und gesucht habe. Wo komme ich jetzt hier weiter? Vielleicht ist es eh klar, weil ich wieder mal zu blöd war, zu dumm war und was übersehen habe. Kann gut möglich sein. Gehe ich jetzt schon wieder falsch? Ich glaube, ich gehe schon wieder falsch, oder? Da probieren wir es mal aus. Ich muss doch irgendwie in die Halle zurückkommen. Wie bin ich denn da hinkommen? Ja, ich gehe schon wieder falsch. Oder war das die unteren Hallen? Nö, Blödsinn. Das passt schon. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Da kann ich ja nächstes runter. Oh. Probiere jetzt mal hier wieder reinzugehen. Und vielleicht führt hier irgendwie ein Abgang nach unten. Boah, das ruckelt wieder. Na komm. Mach auf. Ja. Ich bin so klug. Ich bin so gut, wirklich. So gut. Dass ich nicht gleich auf die Gedanken gekommen bin, hier runter zu gehen. Warum bin ich eigentlich wieder weggegangen? Ja, haut mich. Ich weiß. Juhu, Spezialzubehör. So, da haben wir sonst nichts. Das ist kein Glas. Schade, ich wollte die Glasscheibe kaputt machen. Hier haben wir auch dabei nichts, was uns Genesis anzeigt. Gut, dann würde ich mal sagen, mit unserer Verpeiltheit gehen wir dann gleich in diese Türe hier. Da, Promenade. Meine Fresse. Nö, da ist nichts. Na, drehst dich auf. Komm. Brave Tür. Oh. So. Das Problem ist, Freunde, wir sind nicht allein. Boah, das Tor ist zu, Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir das aufmachen können, eventuell. Ja. Oh, Sniper. Aber wenn wir ein Snipergewehr hier finden. Oh, M401. Moni. Da wir sind ganz und gar nicht alleine. Das hört sich irgendwie so an, als würden die reden. Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden. Jo. Wow! Haha, daneben. Bam! Voll auf die Nüsse.
Na komm. Nein, daneben. Na. Na, Sachen. Na. So. Aber müssen wir da jetzt runter? Ich glaube ja. Ich schaue nur schnell, was hier hinten ist. Oh, grünes Kraut, das ich nicht mitnehmen kann. Das ist nicht gut. Für was soll ich hier runter, wenn ich hier oben dann bei kann? Und es fehlt noch ein Überlebender. Ja? Hä? Mayday, sagen die. Alter, wie krank das ist. Alter. Das wollte ich schon immer mal machen. Schauen wir mal da runter. Oh, jawohl, da kann ich wieder ausrüsten. Größeres Magazin. Jawohl, das ist gut, das ist gut. Das nehmen wir gleich für die Handwaffe. Was? Oh, ich kann nur drei Sachen. Wieso kann ich nur drei Sachen? Oh, ich kann nur drei Sachen, tatsächlich. Okay, na gut, aber wenn ich jetzt einen zweifachen Feuerstoß habe, müsste ich eigentlich... müsste ich ja eigentlich die Feuerrate, erhöhte Feuerrate um 15%. Schaden 20. Na, Schaden will ich haben, das ist klar, ne? Okay, dann kann ich vielleicht die Shotgun oder nehmen wir lieber die. Nehmen wir lieber die mit mehr Schaden. Oder nein. Wie oft benutze ich denn die? Nicht oft. Nehmen wir die Shotgun mit mehr Schaden, mit größerem Magazin. Und sagen, ist in Ordnung. So, kann ich hier auch ein größeres Magazin, eine Kugel mehr. Naja gut, ist wurscht. So, oh, da haben wir noch ein Kit. Das ist gut. Okay, ich schaue nur, ob wir irgendwie versteckte Sachen hier unten haben, außer dort hinten jetzt. Das hole ich mir jetzt schon. Munitionskiste Schrot aufgenommen. Jawohl, wir können mehr Schrotmuni mitnehmen. Von der anderen Seite verschlossen ist gut so, würde ich einmal sagen. Gut, Freunde, dann würde ich nochmal sagen, wir schauen uns an. Feuerrate 2 haben wir bekommen. Das ist gut für unsere Waffe hier. Dann habe ich noch Feuerrate 1 und das haue ich dann auf die Schroti drauf. So. Perfekt. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, wir schauen, was hier hinter ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hole noch einmal die ganze Muni und alles hier ab. Weil der Typ scheint mir nicht geheuer zu sein mehr. Ich glaube, der hat sich verwandelt oder irgendwas. Weil so durchdreht, kann keiner sein.
Ja, da liegt ein Haufen Muni immer drum, das heißt, wir haben einen Kampf gleich. Aber keinen lustigen. Was war das? Meine Fresse, Alter. Okay. Was? Achso, das war die Pistolenmunition. Okay, passt. Okay, Freunde. Das ist auch Pistolenmunition, Pistolenmunition. Hier eigentlich auch rausspringen? Ja. Ah! Jo, Freunde, nur was uns hier erwarten wird, das werden wir in der nächsten Aufnahme erfahren. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und jo, bis die Tage. Tschüss.